Recht herzlich willkommen zur 96. Folge, nee, 97. Folge von Grand Age Medieval. Unser Händler ist schon da. Ja, und dann gucken wir nochmal rein, was wir hier so können. Und da geht's Brot verkaufen, Alkohol verkaufen, Felle können wir auch gut verkaufen. Und Salz geht weg. Das können wir zukaufen. Aber nur 5 ist nicht viel. Hemden sind günstig. Dann nehmen wir mal 5 mit. Da können wir was... Ja, nee, das lohnt nicht. Das lassen wir gut sein. Hier geht was. Obwohl, ich weiß nicht, ob 300 jetzt nicht teuer waren. Wahrscheinlich war das teuer. Lassen wir mal besser. Wolle verkaufen wir. 16. Hier können wir auch verkaufen. 22. Kohle geht auch weg. Und der Wein geht auch noch. 40 vom Wein weg. Wunderbar. Ja, hier weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, 300 ist teuer. Das haben wir schon, ne? Ja, haben wir schon. Obwohl das ein guter Preis noch wäre, auch das noch zu bekommen. Aber machen wir nicht. Brot haben wir. Felle war übrigens bei der letzten Stadt auch noch, die ich verkaufen hätte können. Habe ich irgendwie mich verguckt. Da passte irgendwas nicht. Ja, ziehen wir von dann nach Krakau hin, denke ich mal. Exquisit. Und dann schauen wir mal zu, dass wir noch ein paar tausend Euro mehr kriegen. Wir sind ja schon fast bei 400.000. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob unsere anderen Händler jetzt nicht auch besser wirtschaften können, wenn Geld da ist, ne? Das ist jetzt der gleiche Preis. Das auch. Das ist jetzt sogar noch billiger hier, wie wir es schon gekauft haben, ne? Lohnt sich aber gerade nicht. Ja, hier fällt sofort runter, ne? Diese Stadt, ich glaube, Krakau ist buggy. Kannst du mir erzählen, was du willst. Weil der Preis, der geht dann sofort in die Knie dann. So, gucken wir mal, was wir kaufen, ob wir noch was kaufen können. Ne, ich glaube, das ist auch teuer. Ne, dann gehen wir hier weg, das bringt ja nichts. Gehen wir mal nach hier unten hin. Können wir in Budapest handeln? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal nach Budapest. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da schon mal waren oder nicht. So. Ja, hier sind die Lager voll, ne? Da gibt's noch billigeres Geld. 132. Und wir können nur 5 mitnehmen, dann fällt der Preis schon. Krass, oder? Ja, jetzt bin ich echt überfragt, ob das sich lohnt. Lass uns mal ganz langsam durchgehen erstmal hier. Das lohnt nicht. Das lohnt auch nicht. Haben wir günstig gekauft. Können wir hier auch loswerden. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Geht. Zack, machen wir weg. Ah, lohnt nicht. Lohnt eigentlich auch nicht. So, verkauft haben wir, was wir wollten. Jetzt kaufen wir. 128 und geht da hoch. Ich glaube, 140 ist sowieso eigentlich nur Standard schon bei uns gewesen. Und wir kaufen den mal so ein. Dann nehmen wir noch was mit. Können wir ja noch selbst für 119 kaufen, dann ist es ja noch günstig. Ja komm, machen wir nur 12 dabei. So, hier haben wir noch was, aber das lohnt nicht. So, hier bei 132, mal bis 140 ist. Geht nicht.
141. Das ist schon okay. Obwohl, wir können noch zulegen, ne? Machen wir mal, lohnt sich, denke ich. Das haben wir verkauft, ne? Gut, dann war es das erst hier, dann gehen wir hier hin. Jetzt haben wir 369.000. So, laufen wir hier lang. Craiova ist jetzt dran. Da geht was. 35 weg. Das lohnt eigentlich nicht. Hier könnten wir gut den Fisch verkaufen, den wir nicht haben. Aber das lohnt auch nicht. Komm, dann machen wir die auch noch weg. Dann hat sich sortiert. Hier können wir gleich zukaufen. Machen wir aber erstmal noch nicht. Hier geht was. Alles sogar. Wolle. Fällt gleich runter, lassen wir also. Ist gleich der Preis, ist gleich der Preis. Und hier lohnt sich es im Endeffekt nicht. Komm, zwei Stück machen wir und dann ist gut. Rot ist schon teuer. Das lohnt alles nicht. Ich glaube, das ist auch kein günstiger Preis. Hier geht ein bisschen was wahrscheinlich zu kaufen. Zähne nämlich. Das lohnt nicht. Hier können wir was für 80 kaufen. Geht aber hoch. Hier geht 44 kaufen. Zack, 250 drauf. Und das lohnt nicht. Hier könnte man noch Steine, Ziegel ins kaufen. Aber machen wir nicht. Jetzt gehen wir mal dahin. Hier liegen wir bei 350.000. So, das Bier können wir alles verkaufen. Hier können wir noch zulegen, machen wir aber zum Schluss. Fisch kaufen wir auch. Früchte sind nicht so günstig. Das lohnt nicht. Da können wir zwei einmal machen. 93, das lohnt nicht. Kohle, ja, aber das fällt auch gleich runter, ne? Das lohnt auch nicht. Gut, dann was kaufen wir zu? 180 ist günstig. Nehmen wir 6 mit. Den Fisch wollten wir haben, ne? 18 mal und das Obst, das geht sofort hoch, ne? Ne, dann lassen wir das. Felle können wir noch ein paar dazulegen. Passt. Dann geht's mal nach Sofia. Schon unterwegs. Naja, nach hier unten, ne? Da sind wir auch schon lange nicht mehr, nach Ala und so, ne? Sollte man vielleicht auch mal wieder besuchen. Wir sind immer noch bei 350. So, 142 fällt aber gleich runter. 76 fällt auch gleich runter. Da ist es ähnlich. Ja, auch. Puh, lohnt nicht. Komm, den einen machen wir auch. Da können wir noch zukaufen. Das lohnt auch nicht. Hier lohnt was. Können wir komplett wegtun. So, zukaufen, nein. Hier das Obst ist günstig mit 60. Nicht. Hier ist günstig. Können wir den Wagen voll mitmachen. Ja, komm, mach mal. Der Rest lohnt sowieso nicht. Das war Sofia. Jetzt gehen wir mal nach Ala runter. Da waren wir schon ewig nicht mehr in dieser Region. Da unten ist ja noch eine Stadt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Mystras, okay. So, dann hier mal reingeguckt. Lohnt nicht.
Und im Endeffekt auch nicht. Hier ist, ob es das geht. Hier geht auch was. Das lohnt auch nicht. Nicht. Ja, fällt auch gleich runter. Zack, zwei nehmen wir weg. Gleicher Preis. So, einkaufen, Bier, 140. Nehmen wir 28 mit. Das lohnt nicht. Hier 80 ist niedrig. Können wir auch alles mitnehmen. Das ist teuer. Das ist nicht. Hier können wir noch was beikaufen, aber das geht nicht. Der Wagen ist voll. Genau. Gut, dann sind wir in Ala auch fertig. Sehr Mystras wohl. Gehen wir jetzt mal hin. Athen könnte man auch noch mitnehmen, ne? Aber machen wir dann auf dem Rückweg. Gucken wir hier unten rein. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier mal mehr werden. Ah, jetzt geht's gerade mit 370, okay. So, hier gibt's sogar tatsächlich Fleisch, aber unser Wagen ist voll. Wir müssen erstmal verkaufen. Sechs, das lohnt nicht. Da können wir zukaufen. Das lohnt nicht, das lohnt nicht. Lohnt nicht. Da geht was. Das ist okay. Okay, der Preis fällt gleich runter. Nur zwei. Dann nehmen wir noch zwei mit. Das ist aber schon ein teurer Preis. 600, ist klar. Wir wollten hier das Salz noch haben. 20 vom Salz. Der Fisch ist eigentlich auch ein ganz gutes Angebot. Noch 60 dabei und der Honig geht auch. 22 Felle. 14. Hier geht auch noch was. Da ist der Wagen voll. Gut. Dann geht's mal nach Athen. 366 sind wir da. Schon angekommen in Athen. Lohnt nicht, lohnt nicht, lohnt nicht. Geht. Aber lohnt, fällt sofort runter, will ich dann auch nicht machen. Nö, nö. Ja, hier sind wir sozusagen umsonst, ne? 600 ist auch teuer mit dem Fleisch. Schon unterwegs. Können mal nach Thessaloniki. Gucken, was da geht. Guck mal, hier ist das Fleisch günstig. Das müssen wir gleich machen. 160 machen wir 5 Stück weg. Da machen wir 2 weg, lohnt nicht. Hier geht was beim Honig. 60 Stück, das lohnt nicht. Da gehen wir bis 200 oder 198. Na, die 3 gehen auch noch weg. Hier geht ein bisschen mehr, machen wir mal bis 100. Die Kohle geht auch ein bisschen. So, dann ist Einkaufen angesagt. Ach so, hier unten war das Fleisch erstmal günstig, ne? Dann nehmen wir das doch erstmal mit. Nehmen wir mal 20 mit. Mode ist auch okay. Das können wir auch für 200 einkaufen, ne? Na. Ja, komm, nimm die 20 mit. Das ist alles nicht. Hier geht noch ein bisschen mehr. Der Wagen voll? Ja, der Wagen ist voll. Gut, dann sind wir in Thessaloniki auch fertig. Dann gehen wir hier rüber nach Konstanza, an der Konstantinopel. Und dann gehen wir mal hoch und gucken nach oben weiter. 370 liegen wir jetzt wieder. Nicht so prickelnd, ne? Hier geht das Fleisch weg. Hier geht das Brot weg.
Hier können wir noch billig Bier kaufen. Das werden wir auch billig Felle kriegen. Da gehen 60 Salz weg. Honig können wir noch zukaufen. Der Fisch geht hier weg, aber nicht zu jedem Preis. Hier gibt es noch billiger Tuch. Und hier können wir ein bisschen was machen. Machen wir mal so, das lohnt nicht. Ja, das heißt, wir haben runter vom Wagen. Jetzt gucken wir mal so rauf auf dem Wagen machen. Das Bier wäre billiger. Ich würde aber den Honig favorisieren auf jeden Fall. Und da ist der Wagen voll. Gut, dann dahin. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.